Die Bibel ist für mich persönlich in vielen Situationen Stütze und Halt, um die Schwierigkeiten des Lebens zu überstehen. Ich habe im Keller von unserem Dekanat Bibeln gefunden, die da unten verstauben, und gedacht, das geht doch nicht. Und dann hat sich entwickelt, wir machen doch einen Aufruf an die Gemeinde, ob sie nicht noch mehr Bibeln haben und die uns zur Verfügung stellen, dass wir eine Ausstellung zusammenkriegen. Es sind so viele Entdeckungen. Mich hat als erstes mal die Druckkunst interessiert. Mich haben die ersten Schriften auf Papyrus, auf Pergament interessiert und wie die gefunden wurden. Im Keller vom Dekanat, dem Archiv, fand ich ein biblisches Lexikon in drei Teilen mit Geschlechtsregister, mit Titel und Orden der Engel. Da ist alles drin. Das ist ein richtiges großes Nachschlagwerk. Also Wikipedia von 1730. Und dann ist vor allem was Besonderes das Leben mit der Bibel von diesem Herrn, der in russischer Kriegsgefangenschaft war. Der hatte die einzige Bibel im Lager. Und man sieht die Bibel, wie sie total zerlesen ist. Für mich sind die drei Highlights hier die alten Lutherbibeln, die gefundene Bibel auf dem Dachboden, die total zerflattert ist, die man immer noch lesen könnte. Ich traue mich nur nicht, die aufzuschlagen. Und eine Chagall-Bibel mit Luther-Texten, ganz neu vom letzten Jahrhundert.